Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Es geht weiter. Wir sind immer nur auf dem Weg zu den Zoras und müssen uns immer diesen komischen Oktopussen durchstellen. Das ist echt ätzend. So, darüber. Ah, komm schon. Okay. Da haben wir, glaube ich, das sind so Schleichpilze, ne? Schleichling, genau. Was denn, müssen wir da auch rauf oder bin ich jetzt halt irgendwie vom Weg abgekommen? Na, das stimmt schon, okay. Hey, Link! Wo ist der? Ah, da. Tut mir leid, dass ich dich aus dem Wasser anspreche. Ich muss noch immer den anderen Bescheid sagen, aber ich bin froh zu sehen, dass du gut vorankommst. Seit dieser Dauerregen angefangen hat, treiben sich hier furchtbar viele Monster herum. Gib auf dich Acht, mein Freund. Die Zoras brauchen dich. Alles klar. Tschüss. Ich schau halt einfach nur, ne? Ja, mach ich nicht. Okay, aber ein Reisebogen haben wir. Das glaube ich, werden gleich diese Elektromonster kommen. Vielleicht haben wir aber Glück, es kommen einfach keine. War auch lustig. Na, echt jetzt? Das ist alles, was du bieten kannst? Na. Da haben wir noch einen Schleichling. Oh, irgendwas habe ich da blitzen gesehen. Ah ja, hier. Einen Pfeil nehme ich mit. Ah, schau mal, das ist eine Höhle. Da kämen wir aber. Das sind mein Wo. Da kenne ich nichts. Haha. Ich glaube, das habe ich auch nie gemacht. Oh, violetter Rubin, den nehmen wir doch. Das sage ich nicht nein. Das sage ich nicht nein. Oh, okay, da haben wir jetzt Elektro. Aber wir haben ihn erwischt. Boah, da bin ich gerade selber ein bisschen konzentriert. Ah, nehmen wir den Bogen. Reisebogen ist eigentlich echt doof. So, da haben wir noch ein bisschen was. Zu viel. Okay, haben wir. Yes, Elektropfeile haben wir. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Jo, den nehmen wir uns mit. Definitiv. Besser als der Reisebogen. Hab dich. Okay, dann geht's weiter. Müssen wir da wirklich durch? Na ja, Gott, ich glaube schon, ne? Weil der hat ja auch gesagt, dass da mit so Elektrosachen und was weiß ich. Dann schmeißt man mal den Reisebogen weg, den braucht man halt echt nicht. Nehmen wir lieber diesen Bogen. Hammer! Oh, schau mal, da können wir. Die können wir hochholen. Und ciao. Okay, das hat nichts gebracht. Nochmal. Und ciao. Okay.
Halt das wirklich aus? Ah, also. Geht doch. Jetzt halt. Haben wir nur mal so Kisten. Ah, dann macht was anderes. Gehen wir mal da drauf. Halt das bestimmt nicht aus. Sehr geil. Gut, dann zerstören wir nur die Kiste mit der Meisteraxt. Sehr schön. Maxi-Trüffel, Schleichling. Also wird es wenigstens hell, ne? Das ist der Vorteil. Ah. Und ciao. Da war aber jetzt einiges drin. Ein Orchkatzel. Und eine Truhe. Die habe ich ganz übersehen. Die Truhe habe ich ja ganz übersehen. Ja, schwierig. Schwierig. Ich habe gerade bessere Bögen. Und die, wo ich da... Ich habe sonst keinen Platz mehr für diese Bögen. Waren aber gut. Gut zu wissen, dass wir noch welche haben. Dann nehmen wir uns das Reiseschwert mit. Okay, na, der Weg stimmt schon, nur weil da immer nur diese Säulen sind. Oder bin ich jetzt gerade verkehrt rumgegangen? Na, oder? Na. Na, das stimmt schon. Der Weg, so wie ich jetzt gehe, der stimmt. Passt. Alles gut. Lustigerweise werden wir den Weg auch nur einmal gehen. Also zumindest war das damals so, da bin ich den Weg nur einmal gegangen. Weil, wie gesagt, du kannst ja dann hin teleportieren. Da, Spurtkröte haben wir. Halt. Klar. Oh. Hey. Ah, da sieht man wieder. Hier bin ich, hier. Wo? Ah, da. Abitieri. Tut mir leid, dass ich dich so über die Distanz anschreie. Bis zum Dorf ist es noch weit, aber du kommst gut voran. Ich weiß, ich habe leicht schwimmen hier im Fluss. Ach, Alter, oh, leicht reden. Leicht schwimmen hier im Fluss. Damit ist mein Hirn gerade nicht klarkommen. Aber in Gedanken kämpfe ich mich mit dir den Weg hinauf. Nur nicht verzagen, mein Freund. Du schaffst das. Chaka. Dann lass mir halt einfach. Ganz ehrlich, du quatschst mir jedes Mal Ohr. Jedes Mal quatscht er mir. Ich war schon lange da, wenn er mich nicht alle WU quatschen hat. Oh, was haben wir da? Ah. Ah, warte mal, wir haben jetzt. Da das Problem. Warte mal, ich probier's mal mit der Route. Ah, die sollen jetzt normalerweise kommen, ne? Die hau jetzt. Oh. Okay. Nö, dann machen wir gleich nochmal. Jetzt habe ich irgendwie ganz viel Feen verbraucht. Das ist nicht cool. So. Ich meinte, dass ich die mit der normalen Waffe besiegen kann. Ups. Bogen kaputt. So, was haben wir hier? Elektro-Flederbeißerflügel. Ein seltener Fund. Der Flügel selbst erzeugt keine Elektrizität, knistert aber noch ein wenig. Zusammen mit Insekten kann er zur Medizin verarbeitet werden. Sehr schön. Oh, warte mal. Aber wenn ihr es jetzt... Da mit Medizin, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Reiseschwert schlecht.
Alle Schilder schlecht. Scheiße. Der war Schild weg. So passiert mir nichts. Jetzt müsste man nämlich auf den Donner aufpassen. Okay, jetzt ist er zerbrochen. So. Das ist der Scheiß bei so einem Wetter, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, mit was man für Waffen trägt. Okay. Warte mal, da nehmen wir einen Bombenpfeil her. Ach scheiße, es ringt ja. Das Gewitter ist vorbei, oder? Wird das vorbei, ne? Ja. Tip top. Als ob ich so geplant hätte. Haben wir da hinten irgendwas Schönes? Und nur Hyrule-Gras. Aber mir ist da erstmal nicht. Ah, hier haben wir noch was zum Fooden. Grillwild. Nice. Gönnen wir uns. Okay. Hier haben wir noch mehr Gegner. Komm her. Hab dich. Oh, doch noch nicht. Jetzt habe ich die. Sehr schön. Mit Bocklanzen braucht man nicht unbedingt, aber einen Restbarsch nehmen wir schon mit. Das finde ich nämlich ziemlich geil. Eine Fitkröte. Aha. Eine seltene Kröte, die sich nur bei Regen zeigt. Kocht man sie zusammen mit Monsterzutaten, steigert sie deine Ausdauer bis über natürliche Grenzen hinaus. Okay. Da ist auch nichts mehr. Doch, Schleichglöckchen. Okay, also. Jetzt haben wir da die Song langsam. Langsam Endspurt, ne? Gut, ein bisschen haben wir schon noch. Das zickt sie noch. Ah, weil es regnet, kann ich halt natürlich nicht klettern. Ne? Also das haben sie schon gut gemacht. Die Orin-Brücke. Hey, Link. Du hast jetzt den halben Weg hinter... Oh Gott. Ach richtig, da vorne gibt es leider eine Stelle mit vielen wütenden Monstern. Aber es wäre ja gelacht, wenn du dich von so etwas aufhalten lassen würdest. Ich glaube an dich, Link. Oh, da sind Kisten. Ich habe gerade Kisten gesehen, direkt hinter mir. Aha. Hopp. Was ist da drin? Geil, den nehmen wir. Holzpfeile geht immer leid. Ich habe mir jetzt einfach alles genommen, weil es alle, weil ich kurz noch nicht so A-Drucke. Ich habe mir jetzt einfach alles genommen. Aber den schon kommen? Ja. Hat den da hinten schon kommen? Na. War nur eine Spurtkröte drin, darunter. Was sonst? Ha. Du Mats, schau dir das so, hä? War halt einfach nur mal ohne versteckt. Gesagt, das sollte man immer anwenden. Okay, Eispfeile. Okay. Jetzt aber. Das ist doch nur mehr ohne. Ah. Ich kann es nicht stehen lassen, Leute. Ich kann es nicht stehen lassen. Kriegen wir die von da? Ja, die kriegen wir von da. Sehr schön.
Okay, was ist da noch Schönes drin? Azura-Bogen. Der ist ziemlich geil. Da haben wir noch Steine, wo wir nicht hochkommen haben. Ah, leider nichts drunter. Na gut, jetzt aber, oder? Jetzt haben wir hier keine Kiste mehr drin. Sehr gut. Gehen wir endlich mal über die Brücke gehen. Lass doch einfach, Monster. Lass doch einfach. Okay, hier haben wir noch mal ein paar Fische. Ah, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das war knapp. Oh, wir könnten jetzt mal was probieren. Und zwar, wir haben doch diese... diese... Zitterdinger, ne? Also es sind aber Monsterzutaten. Das heißt, ich müsste das mit irgendwas zusammenfügen. Schau jetzt gerade mal, weil die haben wir ja. Die Frage ist halt. Wir haben so Zitterlinge, ne? Ah, die Pilze. Die haben wir jetzt mal zusammen mit dem Fleisch. Ja, geil. Da war ich mir jetzt gerade nicht sicher. Resistenz gegen Elektro Level 3. 15 Minuten. Ne, da gibt mir der so einen kleinen Mini-Trank hier. Da ist doch bestimmt was. Ja, tschüss. Oh, wow. Ist doch nichts drunter. Schade. So, jetzt werden da natürlich gleich diese Monster daher kommen. Und falls da jetzt irgendwelche mit so Elektro-Dingern sind, ne? Da ist irgendwas rumgeflattert. Dann kann ich ja diesen Trank nehmen. Schon mal der für 6 Minuten. Kann leider jetzt auch diese schwarzen Steine nicht mehr aufklopfen. Ich habe leider keinen Hammer mehr. Pipapo. Komm ich da durch? Easy. Hey. Ab die. Nehmen wir auf jeden Fall so eine Lanze mit. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Da haben wir hier nochmal Axt. Oh, okay. Ah ja. Irgendwas habe ich dann im Gedächtnis. Jetzt glaube ich, jetzt kommen die Elektrosachen, ne? Ja. Okay, pass auf. Wir nehmen jetzt diesen Trank. Der ist jetzt wichtig. So. Und dann nehmen wir noch ein anderes Schwert. Na gut. Oh. Da ist mein Schwert. Nehmen wir mit. Obwohl das Ritterschwert echt doof ist, ne? Obwohl, das Ritterschwert ist besser als das Reiseschwert.
Ah, kann ich gerade mitnehmen. Komm her. Echt jetzt, du verhaust mich mit einem Fächer? So. Na, hau da noch was hinterher, hey. Glaubst du das? Den Boomerang finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Den können wir eigentlich ganz gut einsetzen. Aber ist ja eigentlich ein Boomerang, ne? Oh, wieder ganz viele Äpfel. So, was ist das da für ein Tor? Die Geschichte des Volkes der Zoras, erster Teil. Das ewig währende Dorf der Zoras. Niedergeschrieben von Dorephan, König der Zoras. Seit Anbeginn der Zeit ist Ranile dank seiner häufigen Regenfälle ein Land voller klarem, frischem Wasser. Auf seiner Suche nach Wasser fand das Volk der Zoras vor 10.000 Jahren diesen Ort und ließ sich hier nieder. Dies war die Geburt des Dorfes der Zora. Ranile war nicht nur reich an Wasser, sondern hielt auch reichhaltige Erzvorkommen bereit. Dies führte zur Entwicklung eines besonderen Steinmetzkunst, die zur Grundlage aller Zora-Bauten wurde. Das Dorf wurde in der Form einer einzigen Skulptur erbaut, das Meisterwerk der Zora-Architektur. Diese Kunst wurde zum Stolz des Volkes sorgsam von Generation zu Generation weitergegeben und gepflegt. Ah ja. Okay, pass auf, wir haben dann einen Gegner. Und Pfeile vor allem. Pfeile sind wichtig. Wow. So. Aber beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe, da bin ich da ziemlich abgelost, muss ich zugeben. Boah, da bin ich beinahe ausgeflippt. Aber da habe ich, glaube ich, auch so einen schlechten Speicherpunkt gehabt. Alter, wie viel von diesen Fröschen einfach sind. Wie viel da halt einfach sind. Okay, das ist krass. Okay, dann haben wir das soweit. Da ist man dann, haben wir dann Stein, können wir noch. Feuerstein, sehr schön. Können wir vielleicht sogar echt mal in der höchsten Not brauchen? So ein Feuerstein. Falls wir doch mal irgendwo ein Lager brauchen, dann können wir da uns direkt uns hinbasteln. Okay. Die Ladbrücke. Das ist also auch von den Kunst der Zoras. Schaut irgendwie so aus wie Marmor, ne? Aber schick. Ach, da ist das Dorf schon, schau. Haben wir es jetzt schon gleich geschafft? Naja, gut, wir müssen noch einmal da komplett drum, ne? Ganz sind wir noch nicht fertig. Aber man sieht schon das Dorf der Zoras. Wollen eigentlich draufklettern? Ja. Ja, also wie gesagt, da hinten ist das Dorf der Zoras. Und da müssen wir halt hin, ne? Also das heißt, wir müssen noch einmal um diesen Berg rund um. Hey, Link! Hier bin ich, hier unten. Oh je. Gott, ist der tief. So nah und doch so fern. Was? Okay, aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr lange, dann kommst du zum Dorf der Zoras. Ich schwimme schon mal vor. Wir sehen uns dann im Dorf. Oh nein, Link! Von hinten kommt ein Monster auf dich zu, pass auf! Oh. Au. Jetzt komm her. Das war's. Okay, weiter geht's. Wir haben nur einen Schutz von fast, also knapp 3 Minuten. Mal schauen, ob ich den nur brauche. Aber kann sein, ja. So, Schleichlinge. Hyrule-Pilz. Also ich finde es gut, dass man da wirklich sehr, sehr viele Sachen einfach auch einsammeln kann.
Ja, das ist auch wichtig. Je mehr das wir haben, desto mehr können wir auch irgendwann mal kochen. Und desto... Ah, warte mal, das kann man vielleicht... Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Desto mehr können wir dann natürlich auch, sind wir ausgedrückt und sind wir für bestimmte Situationen einfach ready, ne? So. Rote Rubine sind eigentlich auch ziemlich krass. Bringen nämlich gleich 20. Was hat er denn? Glaubst du das? Dreht er voll durch, wenn er mich sieht. Fanbase halt, ne? Fanbase. Die Link-Fanbase. Bäume schauen aber auch ziemlich geil aus. Gut, auch wenn es jetzt wieder dunkel wird. Aber was willst du machen, ne? Oh, okay. Der ist ein bisschen krasser. Na, nicht gut. Mein Bogen jetzt gerade gebrochen ist. Puh. Aber knapp. Elektrostab. Im Stein des Stabs soll die Wut des Gewitters des Hyrule-Gebirges eingeschlossen sein. Er verschießt Elektrokugeln, ist aber nicht für den Nahkampf geeignet. Ja. Trotzdem eigentlich nicht verkehrt. Jeden Fall besser als Widerstock. Also pass auf, wie mache ich das? Ah, okay. Ah, sonst hat er nichts fallen lassen, ne? Autsch. Na, komm schon. Und ciao. Und dann noch die nächste. Dann haben wir nur eine. Oh! Ich dachte, der wird aufbrechen. Okay, einen noch. Und dann haben wir eigentlich alles übereinander. Apfel, Holzpfeile. Sehr schön. Alles haben wir soweit da. Schwertkarpfen. Holzpfeile. Nun gut. Die schaut noch nicht arg geil aus, ne? Ich glaube, die werde ich sogar jetzt austauschen. Haben wir mal die weg. Und die holen wir uns. Und dann haben wir hier nochmal eine Tafel. Und natürlich nochmal eine Metallkiste. Mag das immer wissen, was da drin ist, ne? Bringt ja auch was. Mein Holzpfeil. Ja, dann lest mir doch den mal nochmal. Ist wahrscheinlich der Teil 2 von der Geschichte der Zoras. Die Geschichte des Volkes der Zoras. Erster Zusatz. König Dorifan entzieht einem Besucher das Gastrecht. Um das 100. Jahr der Herrschaft von König Dorifan durchquerte ein verirrter Wächter das Zorana-Hochland. Er drang ins Dorf ein und wütete schwer. Die Soldaten waren machtlos. Ihre Speere hinterließen kaum einen Kratzer. So marschierte König Dorifan bis zu den Toren des Dorfes und stellte sich dem mechanischen Biest entgegen. Mit aller Kraft packte er den Wächter und schleuderte ihn in den Abgrund. Er schlug hart auf den Felsen auf und hörte alsbald auf, sich zu bewegen.
seine Untertanen zutiefst bewegt von dieser mutigen Tat, priesen ihren König. Die Narbe auf des Königs Stirn erinnert noch heute an diesen denkwürdigen Tag. Aha, haben wir schon mal wieder was erfahren. Also, wenn es war, so ein Wächter, keine Ahnung. Vielleicht sehen wir den sogar in dem Dorf, man weiß es nicht. Ne? Wir haben auf jeden Fall rausfinden. Von dem her sehen wir sie zur nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Habi, die.